Die ist jetzt schon seit 20 Stunden in den Wehen. Wie hält sie das bloß nur aus? Ich hoffe, das Baby kommt gleich. Ach, und dann werde ich das erste Mal Großmutter. Wie schön. Ach, hallo Violetta, toll, dass du da bist. Hallo, und ist das Kind schon da? Oh Mann, ist das aufregend. Ach, leider noch nicht. Die Romy, die ist immer noch im Kreissaal. Und der Arzt hat mich schon rausgeschickt. Sie ist jetzt schon seit 20 Stunden in den Wehen. Die Arme. Oh Mann, die arme Romy. Ich bin aber schon so gespannt auf das Baby. Meine allerbeste Freundin bekommt zum ersten Mal ein Kind. Haben die sich jetzt eigentlich schon für einen Namen entschlossen? Also ich wäre immer noch für Christina. Also Romy hat mir jetzt nichts mehr gesagt. Ich weiß nicht. Also eigentlich ist es ja auch egal, wie sie heißen wird. Sie wird wunderschön sein und zuckersüß. Schau mal, Violetta, da kommt die Krankenschwester. Vielleicht gibt's Neuigkeiten. Oh, ich hoffe, es gibt Neuigkeiten. Sind Sie die Mutter von Romy? Ja, das bin ich. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind Großmutter geworden von einem gesunden Mädchen. Oh. Ich bin Romys beste Freundin. Kann ich auch mit reinkommen? Aber klar, kommen Sie jetzt einfach mit mir mit. Oh, ich bin so gespannt, wie die Kleine aussieht. Sieht sie wohl eher wie Raoul aus oder wie Romy? Hola, Schwiegermama! Oh, da bin ich. Und? Ist das Kind schon geboren? Du kommst genau rechtzeitig. Es ist schon da. Wir wollten gerade mit der Krankenschwester in Romys Zimmer gehen. Komm mit. Oh, ich bin so aufgeregt, Violetta. Schön, dass du da bist. Ach, Raoul, schön, dass du da bist. Komm, wir gehen und schauen uns das kleine Baby an. Oh, ich hätte mir echt keinen besseren Vater für das Kind vorstellen können als Raoul. Raoul und Romy sind ein echtes Traumpaar. Hoffentlich lerne ich auch mal so einen netten Mann kennen. So, dann hereinspaziert in Romys Zimmer. Romy! Hola! Hallo Raoul, da bist du ja endlich. Aber nicht so laut, die Kleine schläft. Romy, es tut mir so leid, dass ich nicht früher da war. Oh, nicht unsere so schlimm. Tochter ist wunderschön. Sie sieht so aus wie du. Ich habe noch nie so ein süßes Baby gesehen. Oh, du bist süß. Romy, meine Große, ich wünsche dir alles, alles Gute zur Geburt. Was für ein süßes kleines Mädchen du hast. Die sieht aus wie du. Oh, ich möchte sie auch mal halten. Unsere kleine Kim Rosa. Stimmt, wir haben euch den Namen ja noch gar nicht verraten. Also, wir haben uns für Kim Rosa entschieden. So heißt sie jetzt. Oh, Romy, ich finde den Namen toll. Herzlichen Glückwunsch. Komm mal in meine Arme. Vielen Dank, Violetta. Schau mal, Kim Rosa, du hast dein erstes Geschenk bekommen von deiner Tante. Tante? Das stimmt, ich habe dich ja noch gar nicht gefragt. Ich würde dich fragen, ob du die Patentante sein möchtest. Als beste Freundin. Ich die Patentante? Ja, genau. Oh, sehr, sehr gerne. Das freut mich, Violetta. Schön. Ich habe leider keine Schwester, aber du bist die beste Wahl. Oh, danke, Romy. Du bist auch wie eine Schwester für mich. Puh, ich bin ziemlich erledigt, Raoul. Das war wirklich anstrengend mit der Geburt. Oh, Romy, du hast das so toll gemacht. Du bist so eine Traumfrau. Dankeschön. Ach, was für ein schönes Bild ihr doch abgebt. Aber wir lassen euch jetzt erstmal ein paar Minütchen in Ruhe. Ihr braucht sicherlich Zeit für euch. Ihr seid echt ein perfektes Traumpaar. Okay, macht's gut. Wir lassen euch ein bisschen in Ruhe. Bis später. Tschüss. Oh, Romy, ich nehme hier den ganzen Platz weg. Willst du dich mal wieder hinlegen? Gerne. Und die Kleine kann direkt neben dir liegen. Ich bin so gespannt, wie das Ganze wird mit unserer kleinen Kim Rosa. Und wenn wir dann zu Hause sind, oh, da kommt jede Menge Arbeit auf uns zu.